Moin Moin, hier ist der Björn von der Kampfschuhmanufaktur und ich habe heute unseren Grappling-Trainer, den Thomas, dabei, der auch das Team Schoko in Heidelberg noch leitet. Wir haben heute ein kurzes Workout of the Week vorbereitet, wo ihr wirklich kaum Zeit braucht, genauer gesagt 4 Minuten, beziehungsweise mit Pausen 7, 8 Minuten. Die Idee ist von Thomas, die haben das öfters im Training bei sich danach gemacht und er hat sich bereit erklärt, heute beim Workout dabei zu sein. Natürlich, ihr seht, wir halten schön Abstand, wegen Corona natürlich, aber drehen mit Abstand das Workout für euch. Vielleicht gebe ich das Wort kurz weiter, dass der Thomas kurz dazu was sagt. Genau, die Idee ist, dass wir in kurzer Zeit möglichst viel Arbeit machen. Wir machen es bei uns oft in Heidelberg als Workout nach dem Training und kostet nicht viel Zeit, wir können was machen und es ist halt auch praktisch, wenn ihr zu Hause seid und denkt, okay, ich sollte heute noch was machen, aber ich habe eigentlich keinen Bock, was zu machen oder keine Zeit, dann zumindest so ein Mini-Workout zu machen, wo ihr ein bisschen in Bewegung kommt, eure Muskulatur und eure Ausdauer ein bisschen fördert und fordert vor allem auch und wie gesagt, ihr müsst maximal 7 Minuten dafür wissen. Das heißt, nicht viel, es ist recht einfach damit zu starten. Und dann, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es natürlich beliebig weit ausbauen, das Ganze nochmal wiederholen, quasi mehrere Durchgänge dafür machen oder Übungen dran setzen oder längere Einheiten. Das könnt ihr dann individuell euch anpassen, wie ihr es braucht. Vielleicht bevor wir die Übung noch schnell erklären, ganz schnell. Man hat immer 1 Minute Zeit zum Arbeiten und in dieser Minute könnt ihr so viel Wiederholungen machen, wie ihr schafft. Mich würde es natürlich interessieren, wenn ihr Bock habt, schreibt auch unter das Video drunter, wie viel ihr pro Übung geschafft habt. Es sind, wie gesagt, nur 4 Übungen an sich und die sind auch sehr, sehr simpel gehalten, sodass niemand irgendwie zu Hause auch irgendwie Fehlhaltung machen kann. Trotzdem erklären wir kurz, worauf ihr darauf achten müsst und dann legen wir eigentlich auch schon direkt los. Ja? Die erste Übung ist Liegestütz. Beim Liegestütz kennt natürlich jeder. Wir gehen runter. Gleich müsst ihr auch natürlich dann dazu schreiben und drunter. Wenn ihr noch keine normalen Liegestütze könnt, ist das immer kein Problem. Geht auf die Knie, achtet aber darauf, dass ihr den Popo nicht hier oben lasst, sondern gerade lasst. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr auf den Füßen seid, dass ihr eine gerade Linie seid. Und die Ellbogen gehen nicht nach außen, sondern bleiben schön drin. Kopf bleibt auch gerade. Wir gucken jetzt natürlich manchmal durch die Kamera und verstrecken uns so das Genick. Ihr solltet schön nach unten gucken, schön runter, schön hoch. Das ist eine akkurate Ausführung von der Liegestütz. Hast du noch was zu sagen? So, normalerweise, wie wir das machen, ist es euch überlassen, was für eine Art von Liegestütz ihr macht. Ihr könnt ja auch dynamisch innerhalb der Laufzeit quasi wechseln. Ihr müsst nur in Bewegung bleiben. Das heißt, was ihr nicht machen dürft, ne, wie ich locker, ist einfach hier zu chillen. Also, ihr müsst arbeiten, ihr dürft nie komplett oben bleiben. Unten ist okay, weil hier strengt ihr euch an, aber ihr dürft nicht einfach hier bleiben. Und ihr könnt enge machen, ihr könnt weite machen, ihr könnt einarmige machen, wenn ihr mehr Herausforderungen braucht. Fitten Leute, ihr könnt eure Beine halten, wie ihr wollt, ihr könnt weit, eng, ihr könnt einzelne Luft machen, ihr könnt euch einen Rock einmachen und Liegestütze quasi mit Neigung nach vorne machen, ihr könnt, wie Björn gesagt hat, auf die Knie gehen, wenn ihr Erleichterung braucht, oder ihr könnt euch vorne eine Erhöhung machen, irgendeine Matte, Kissen, was auch immer, Couch, euch abstützen, dass es leichter wird, und ihr könnt währenddessen wechseln. Ihr könnt mit eng anfangen und die gehen auf den Trizeps, die bleiben vorne, sind anstrengend, und ich gehe die Weite lieber. Ich mache weiter. Oder ihr seid fit, ihr sagt, oh, ich mache ein Klatschen. Ein Klatschen. Und dann, okay, ich kann nicht mehr klatschen. Mach ohne Klatschen. Ne? Wie auch immer. Ihr könnt dynamisch wechseln. Schaut, dass ihr saubere Liegestütze macht. Und schaut, dass ihr nie anhaltet. Nie anhaltet oder aufhört. Sondern macht irgendwas. Lasst ihr müde sein. Macht irgendwas. Macht Breite. Breite könnt ihr meistens mehr machen als Enge. Das heißt, wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, macht es breiter. Wenn ihr merkt, es geht auch nicht mehr, dann geht auf die Knie. Macht hier weiter. Ja? Nur hört, macht nie einfach das. Aufhören komplett oder einfach nur so locken. Ja, sondern versucht in Bewegung zu bleiben, wie so high. Ja, immer in Bewegung. Das ist die einzige Regel eigentlich. Und halt, macht euch nicht kaputt, aber macht nichts Schlampiges, macht nicht irgendwie so. Oh, ja, sondern macht schöne Liegestützen, so schön es geht, ne, natürlich in der Anstrengung. Das Schöne ist natürlich, wenn ihr auch mitzählt, das war jetzt so mein Aspekt, dann könnt ihr mal drunter schreiben, wie viele schafft. Ihr könnt euch aber auch steigern. Ne? Das ist immer ganz interessant, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie, was ich 15 geschafft. Und dann macht ihr das Workout einfach nochmal in der Woche und merkt so, ey, jetzt schaffe ich vielleicht schon 20 Minuten. Ne? Dann seht ihr einfach so einen Progress. Okay, aber wir wollen nicht zu lange quatschen, sondern die nächste Übung schnell erklären. Die nächste Übung sind Kniebeugen, beziehungsweise in Bewegungen Ausfallschritte auch möglich. Ne? Ja. Könnt ihr euch aussuchen.
Gleich wieder die Basics hier bei Kniebeugen, schulterbreit stehen. Könnt das Gewicht nach vorne bringen mit den Armen. Normalerweise, wenn man noch Gewicht hat, finde ich, hilft einem das auch. Die Knie kommen nach außen zu den zweiten Zehen und der Popo kommt hinten raus und runter. Ganz weit runter. Das Gewicht sollte auf den Fersen sein. Ihr solltet nicht irgendwie die abheben oder so. Das wäre falsch für die Ausführung. Ihr müsst nicht zu breit stehen, aber auch nicht zu eng, sondern schön schulterbreit. Runter und wieder hoch. Gerader Rücken dabei, Brustbein raus. Sollte soweit passen. Bei Ausfallschritten ist es so, ihr könnt gerade stehen. Einen Schritt nach vorne, die Hüfte kommt gleich runter, Knie Richtung Boden. Und ihr könnt euch zum Beispiel hier wieder rausdrücken. Wichtig ist aber, dass ihr einen Schritt weit nach vorne macht. Wenn ihr den zu kurz macht, logischerweise, dann geht es hier nicht. Ne? Dann könnt ihr hier bei einer Seite erst oder wie Thomas gesagt hat, immer in Bewegung. Für die fortgeschrittenen Leute könnt ihr natürlich vielleicht auch gesprungene machen. Seid kreativ, gebt Vollgas, Kniebeugen oder Ausfallschritte. Ja, und könnt ihr auch wieder wechseln. Ihr könnt Kniebeugen machen, wenn es zu anstrengend wird, macht wieder Lunges oder Ausfallschritte und könnt hin und her wechseln. Und ihr könnt auch die Kniebeugen, ja, idealerweise kommt ihr schön weit runter, soweit ihr halt könnt. Und ihr könnt einfach nur hochkommen oder ihr könnt, wenn ihr es ein bisschen explosiver haben wollt, was vor allem, wenn ihr ein bisschen Erfahrung habt, wahrscheinlich anstrengender und interessanter für euch ist, ist immer nach oben springen. Das heißt, hier, ihr springt nach oben, ihr springt jedes Mal nach oben. Das ist ein bisschen explosiver und überträgt sich ganz gut auf beispielsweise Takedowns oder Kicks oder wenn ihr explosive Aktionen im Kampf macht. Ja. Sehr schön. Dann haben wir schon zwei Übungen. Die dritte ist was für den Bauch, haben wir gesagt. Ja. Auch hier ganz, ganz klassisch sind zum Beispiel Crunches. Ihr stellt die Füße an, geht an die Spannung dran, kommt gleich hoch. Und seid in der Spannung. Wichtig ist hier, dass ihr euch nicht komplett runterfallen lasst, sondern in der Spannung wippt. Auch hier könnte man variieren Richtung Klappmesser. Ja, Thomas hat noch andere coole Sachen gehabt. Die könnt ihr könnt alles gleich machen. Ihr könnt so diese Knie-Sits machen zum Beispiel. Oder meine persönliche Lieblingsübung. Wobei ihr vorher ein bisschen wahrscheinlich üben solltet, weil sonst, wenn ihr sie falsch macht, geht es ja auf euren unteren Rücken. Aber ihr wollt also so ganz schön einen Bogen bleiben und hier nur nach oben und ohne quasi zu klappen hier und vor allem ohne hier einen Hohlkreuz zu machen. Ihr wollt nie quasi hier und dann hier mit dem Hintern runter, weil das ist auf Dauer nicht gesund für eure Bandscheibe. Und ihr wollt ganz schön rund und der Untergrund presst immer auf den Boden. Und das ist gerade für die Breadbone für euch eine sehr, sehr gute Übung für euren Bauch, weil ihr sowas ganz oft habt. Ihr wollt eng bleiben und der Partner wird euch aufziehen. Das heißt, diejenigen gut, aber für alle gut auch gut für den Bauch. Und jede andere Bauchübung, die ihr machen wollt, ihr könnt die Voraussetzung nur machen, Bauchübung. Ja, wenn ihr eine Klimmzugstange habt, könnt ihr euch hinnehmen und eure Beine anheben, so Leg Raises machen, was euch beliebt für den Bauch. Genau, immer mit dem Bein. Und vielleicht noch ganz schnell fällt mir jetzt ein, wegen verschiedenen Übungen. Also, dass ihr drunter schreibt, wie viel Wiederholung ihr geschafft habt, ist natürlich nicht eine Competition, da haben wir ich habe einen mehr, jetzt der Thomas, der Penner, das ist eher für euch. Ne? So, weil man kann es natürlich auch schwer vergleichen. Wenn jetzt einer sich hinhängt und die Leg Raises macht, ist es vielleicht auch ein bisschen härter wie normale Crunches. Aber darum geht es gar nicht, dass ihr euch mit anderen vergleicht, sondern dass ihr euch mit euch selber vergleicht. Ja? Wie besser wie gestern zu sein. Und das Ziel ist halt, dass ihr in der einen Minute in der Muskelpartie gut ausbaut. Dass ihr nicht quasi so nach der Minute, ach, ich kann noch viel, viel mehr. Und ihr wollt euch so fordern, dass ihr in der Minute angeschränkt seid. Ne? Und dass euch eure Arme nach dem Liegestütz müde sind, eure Beine nach dem Lunges oder nach dem Kniebeugen müde sind. Und das habt ihr in der Hand. Ihr könnt es schneller machen, langsamer machen, exklusiver die Variante wechseln. Also aus meiner Sicht sind die Wiederholungen nicht wirklich relevant. Mir könnt ihr drei Wiederholungen machen. Und das ist nicht mal, also wenn ihr ganz langsam macht, das kann auch ziemlich anstrengend sein. Wenn ihr ganz langsam Kniebeugen macht, vor allem hier unten, ne, oder Liegestützen, das kann ziemlich anstrengend sein. Wenn ihr so 30 Sekunden für eine Wiederholung braucht, hier, oh, und dann natürlich wollt ihr hier nicht ewig warten, sondern ihr wollt hier runter. Aber mir persönlich ist die Wiederholung dann egal, wenn euch das motiviert, dann schreibt mir. Das war nur meine Idee. Ey, die Idee ist im Arsch, ich stopp wieder. Schreibt mir gar nichts, leckere Wahrheit. Ja, es ist komplett egal, Hauptsache macht die sauber. Ihr verletzt euch dabei nicht und ihr fordert euch damit. Ne? Ihr wollt, dass ihr am Ende die letzten Wiederholungen sollten schwer sein. Die letzten 10 Sekunden sollte ihr denken, oh fuck, auf den Stack vorbei. Nicht so, oh, okay, bin mit euch. Jawohl, sehr gut. Dann die letzte Übung ist mit unteren Rücken. Wir nehmen uns jetzt extra viel Zeit, um alles genau zu erklären. Aber auch wie Thomas sagt, ne, dass ihr die Ausführungen richtig macht. Es bringt nichts, dass ihr irgendeinen Scheiß dann macht und euch noch verletzt. Für den unteren Rücken legen wir uns auf den Bauch runter. Auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Varianten. Ich finde, die Basic-Variante ist, wenn man Spannung unter den Rücken und in die Glutes bringt und die Beine leicht anhebt und zum Beispiel hier die Arme hält oder leicht wippt.
Ich persönlich mag das ganz gerne, so eine Schwimmbewegung. Einmal die Finger vorne, einmal schwimmen und zum Rücken und die ganze Zeit die Spannung halten. Auch hier könnt ihr natürlich variieren. Ich glaube, Thomas, du hattest noch ein paar Sachen. Ja, also das Wippen könnt ihr auch machen. Wir jetzt quasi auf der anderen Seite gerade gemacht, auf dem Rücken. Und das ist relativ anstrengend auch, aber es ist keine schlechte Übung, ist, dass ich hier so schwer dabei zu reden. Ich weiß, genau. Eine schöne Linie zu bilden oder so ein leichtes, so wie so eine Klammerform und in der zu bleiben. Also ihr könnt hier hoch und runter gehen, könnt ihr verschiedene Sachen machen, aber wir wollten auch die ganze Zeit diese Spannung beibehalten, den Rücken nie ablehnen, ja, egal was ihr macht. Und wenn ihr es einfacher braucht, ne, dann könnt ihr einfach alles reinziehen, dann ist der Hebel kleiner auf eurem Rücken. Wenn ihr weiter weggeht, wird es anstrengender. Wenn ihr wackelt, wird es noch anstrengender. Ne. Könnt ihr auch wieder ein bisschen das Ganze so anpassen, dynamisch in eure Leistungsfähigkeit. Sehr gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Wie jedes Video ist auch das ein Follow-Along. Das heißt, wir machen mit euch mit. Und es war jetzt sehr viel zu erklären, aber im Endeffekt geht es jetzt los und ist sehr kurz. Wir machen die 4 Übungen hintereinander durch. Zwischendrin eine Pause. Die Übung machen wir in 1 Minute. Die machen wir, wie gesagt, mit euch mit. Und dann starten wir auch. Die erste Übung war Liegestütze. Also. Und wir machen jetzt 45 Sekunden. Wir machen jetzt 45 Sekunden Pause dazwischen. Natürlich könnt ihr es anpassen, wenn ihr merkt, boah, ich bin noch komplett tot nach 45 Sekunden, macht ein bisschen nächstes, beim nächsten Mal ein bisschen länger. Wenn ihr merkt, es ist viel zu lang, ihr langweilt euch nach 20 Sekunden, dann macht es auch ein bisschen kürzer. Ne? 45 Sekunden ist ein guter Startpunkt, dann könnt ihr variieren, was für euch passt. Alright. Ja, ich stelle den Timer und in 5 Sekunden geht's los, Liegestütze, erste Minute. Ich drehe mich so, dann haben wir schon Abstand. Jawohl. Ja, und los. Denkt dran, ihr könnt frei variieren, währenddessen enger, breiter. Ihr könnt alles in die Arme können, wieder auf die Knie. Wenn ihr könnt, macht einarmige. Das ist euch überlassen. Noch 25. Endlich in die Stadt. Komm, durchbeißen. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Right. Jetzt dritten schön atmen, ein bisschen ausschenken. Dann bereit noch für neue oder dann das ausschenken. Dann könnt ihr auf der Stelle machen. Wir haben gesagt, ihr könnt wechseln. Ihr solltet wechseln. Auf einer Seite. Wenn ihr den Ball nach vorne macht, wie nach hinten kommt. Und ihr könnt dynamisch auf der Stelle hüpfen. Ihr könnt auch nach hinten machen. Ein bisschen leichter. Ein bisschen weniger anstrengen. Dann möglichst fertig. Für die Finden würde ich empfehlen, macht hüpfen auf der Stelle. Aber wenn ihr noch nicht viel Erfahrung habt, macht es mal langsam, bevor ich verletze. Und hämmert nicht das Knie auf den Boden. Ganz wichtig. Hämmert nicht das Knie auf den Boden. Die bleibt mir los. Und los geht's. Hälfte geschafft, 30. Genau. Bitte atmen.
gleich, egal welche Übung, den unteren Rücken auf den Boden presst. Und dann geht kein Hund raus. Fängst du jetzt konnten? Und los geht's. Und immer schön atmen noch. Der Bauch und Lunge neigen ganz schnell dazu, das anzuhalten. Noch 40. Spaß, macht's gut. Ciao.